Oh, das ist aber ein schweres Spiel, das ist keine Frage. Wisla Plock ist eine gute Mannschaft. Aber wir hatten auch, also die ersten 20 Minuten waren nicht so gut von uns. Das war keine gute Deckung hinten und ja, das war nicht so gut. Aber nach 20 Minuten haben wir das besser gespielt. Ja, wir mussten heute Niklas und Dominik danken für diese Siege. Das war eine überragende Parade von Niklas und dann das letzte Tor von Dominik, das ist unglaublich. So. Das Wichtigste sind 2 Punkte und das geht weiter. Es war wirklich die ganze Zeit, es gab ja gar keine Minute, wo wir nicht irgendwo einen Rückstand hinterher liefen, bis zu 4 Toren und dann auch noch, glaube ich, 5 Minuten vor Schluss mit 2 hinten liegend. Also ich habe da gar nicht so viel wechseln können, weil ich halt das Spiel unbedingt gewinnen wollte. Das war extrem wichtig für uns in dieser Phase. Sonst wäre Plotzk auf 1 Punkt angekommen an uns. Wir haben eine fast ganz neue Ausstellung in Abwehr. Da kommen immer ein paar neue Spieler, weil wir haben so viele Verletzungen. Und das, also da, muss man, also da sollen wir auch immer arbeiten im Spiel, wie wir zusammenfinden. Und da haben zum Glück gut zusammengefunden hier zum Schluss. Und ja, das war wirklich. Ja, wir wollten mit Kampf ins Spiel zurückkommen nach der Niederlage in Flensburg, aber selbst das funktioniert manchmal nicht, um wieder reinzukommen in den Rhythmus. Und dann kostet es natürlich sehr viel Kraft, so ein 3 Tore Rückstand in der ersten Halbzeit schon bis zur Halbzeit wieder auszugleichen. Und ja, dass wir aber solche Reserven am Ende hinten raus noch bekommen haben, das haben wir allein den Fans zu verdanken, die uns immer wieder gepusht haben. Und das ist ein großes Kino, was sie da abliefern. Und das brauchen wir aber auch die nächsten Spiele wieder zu Hause.